Ich will Sie zu einer kleinen Zeitreise einladen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, zur vorweihnachtlichen Zeit. Folgen Sie mir über den Ärmelkanal ins Good Old England. In eine Zeit, die immer gerne noch als gute alte Zeit bezeichnet wird und schön geredet wird. Dabei war sie sowohl diesseits als auch jenseits des Kanals allenfalls alt. War schön. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wir landen also mitten Mang im viktorianischen Zeitalter. Benannt nach der Paus, böse Zungen behaupten auch, hamsterbäckigen Queen Victoria und werden Zeugen einer Szene, die uns bekannt macht mit einem gewissen Mr. Smith Milestones, einem wohlhabenden und lebenslustigen jungen Mann, den man durchaus auch als den Prototyp des viktorianischen Dandy bezeichnen könnte. Wir treffen ihn im Erdgeschoss seines Stadthauses am Eaton Place, wo auch sonst. Smith Milestone ist ungehalten. Er schimpft leise vor sich hin. Mist, eine Mistel, hätte ich doch fast übersehen. Baumelt da ganz harmlos am Türrahmen zwischen Eingangshalle und Salon meines kleinen Castle. Sie wissen schon, my home is my und so weiter und so fort. Hätte ich nicht geistesgegenwärtig angesichts des Grünzeugs über der Tür in letzter Sekunde einen Rückzieher, genauer gesagt einen kühnen Sprung rückwärts gemacht, nicht auszudenken. Dann wäre my home nämlich nicht mehr lange noch mein Castle, vor allem nicht mehr my. Warum? Unser Zeitreiseleiter Jos klärt uns auf. Der Schock des Gentlemans, so Jos, war irgendwie verständlich. Musste der junge Mann doch damit rechnen, dass irgendein weibliches Wesen, das auf traute und vor allem eheliche Gemeinsamkeit aus war, ihre hoffentlich gute Kinderstube holterdiepolter über Bord geschleudert hatte, stattdessen den nächstbesten Baum erklomm, eine scharfe Sichel zwischen den Zähnen, um hoch droben im schwankenden Wipfel des höchsten Geästs einen tückischen Schmarotzer, korrekt, einen Sukkulenten namens Viscum, mit Hilfe eines gnadenlosen Schnittes zu erbeuten. Wir kennen das Viscum eher als, Sie ahnen es ja längst, Mistelzweig, britisch korrekt Mistletoe. Mit dem botanisch-lateinischen Namen Viscum, was übersetzt nichts anderes heißt als Schleim, ist unter akademischen Gründäumlingen übrigens die Beerenfrucht, die weiße Beerenfrucht der Mistel gemeint, die ebenso schleimig wie klebrig ist. Man könnte auch viskös sagen und von den alten Römern bereits gern als unfairer, aber wirkungsvoller Leim beim heutzutage verpönten Singvogelfang missbraucht wurde. Wer jemals einen Cartoon über den mickrigen, aber leibesertüchtigten Gallier Asterix, seinen dicken Kumpel Obelix und den weisen Druiden Miraculix geschmökert hat, weiß, dass letzterer im Zweifelsfall, wie jene zu Beginn unserer kleinen Geschichte erwähnte, heiratswütige junge Frau im Gezweig eines Baumes zu finden war, wo er, also Miraculix, mit seiner güldenen Sichel Mistelzweige aus dem vorzugsweise Eichenlaub säbelte. Bei den alten Galliern wurden allerdings mittels Misteln als Hauptzutat eines Zaubertranks nicht etwa ahnungslose Ehemuffel erlegt, sondern römische Legionäre. Irgendwie und irgendwann müssen im Laufe der Jahrhunderte die Briten dann irgendwas verwechselt haben. Wie die Mistel vom gallischen historischen Energy Drink Kessel über die Tür des britischen Bürgertums gelangte, um den als eher verklemmt geltenden Briten
noch so ein unbewiesenes Gerücht, grünes Licht zu geben in Sachen hemmungslosen Austauschs von mehr oder weniger leidenschaftlichen Annäherungen der Lippen, das wissen wir nicht. Aber immerhin wissen wir jetzt, warum unser viktorianischer Mr. Smith Milestone so panisch vor dem an sich harmlosen weihnachtlichen Zimmerschmuck zurückschreckte, wie einst Dracula vor Weihwasser, Tageslicht, Kreuz und Knoblauch. Er fürchtete die lebenslange Ehefessel nach dem innigen Kuss unterm Mistelzweig, dem Mistletoe. Heute darf unter Mistelzweig und sonstigem Festgemüse nach Herzenslust gekost und geknutscht werden. Spätere Hochzeit nicht ausgeschlossen, aber das weiß allein der Mistelzweig. Und hier dazu das original englische kleine Gedicht. Pick a berry of the mistletoe for every kiss that's given. When the berries have all gone, there's an end to kissing. Also, tja, dann fängt der Ernst des Lebens an.